Noch weiter draußen? Oder ist es ganz unten? Ich weiß nicht, wo der blöde Punkt ist. Ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Keine Ahnung. Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Wir spielen den guten Jacob, weil Eve jetzt die letzten zwei Parts übernommen hat. Und zwar beenden wir jetzt Sequenz 6, der falsche Penny. Jacob bereitet sich darauf vor, in die Bank of England einzudringen, den Überfall aufzuhalten und Two Penny zu eliminieren. Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Das war gut. Der Polizist hilft uns, in die Bank von England zu kommen. In die Bank. 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 Entschuldigung. Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Osborne. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Two Penny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Two Penny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Wie eine alte Frau. Two Penny wird den Tresor nicht verlassen. Jedenfalls nicht lebend. Aber es hört sich sehr kompliziert an. Das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Der Bankdirektor Tarngelegenheit. Der Wachhauptmann Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat, der Tresorwächter Unterstützungsgelegenheit. Also man kann es halt wieder auf drei verschiedene Arten und Weisen regeln. Ich möchte aber immer die einzigartigen Attentate sehen. Ich finde, die sehen am besten aus. Okay, die anderen habe ich nicht gesehen. Ich kann es nicht wirklich beweisen, dass die einzigartigen Attentaten am besten aussehen, aber die würde ich gerne machen. Das, so haben wir angefangen und ich denke, so ziehen wir es auch weiterhin durch. Geheimpassage aufspüren. Ja, ja. Gar nicht so einfach. Es hört sich sehr kompliziert an. Ich hoffe, es wird nicht so kompliziert sein. Ich meine, wir haben Lucy's Thorn erledigt. Alles andere kann eigentlich jetzt nicht mehr so schwierig sein. Wobei ich gedacht habe, dass sie eine der letzten wäre, die ich kalt mache. Dachte, sie wäre der letzte Gegner vorm Boss. Schaltet einzigartiges Attentat frei. Two Pennys Schwäche muss bekannt sein. Den Wachhauptmann gefangen nehmen. Okay. Two Penny Schwäche. Okay, kriege ich die Schwäche von ihm oder? Sagt er mir die Schwäche von Two Penny? Nein, ich möchte da rein. Ich möchte ihn gefangen nehmen. Ups.
Wo ist Twopenny? Bitte, ich habe Familie. Er ist im Tresorraum und betrachtet seine unbezahlbaren Gemälde. Gut. Was mache ich jetzt mit dem? Was mache ich jetzt mit ihm? Vielen Dank für Ihre Geduld. Muss ich den darunter bringen und dann verstecken? Oder kann ich ihn jetzt einfach ausnocken und zum Beispiel da reinschmeißen? Und wir schmeißen dich jetzt da rein. Ich möchte keine Probleme haben. Und wie komme ich jetzt da unten hin? Okay, das ist es nicht. Ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Ich brauche eine blöde Leiter. Oder eine Treppe, oder? Was? Die irischen Anlagen meiner Bank wurden von den verfluchten Finieren zerstört. Ist das? Einfacher Zugang zum Tresor. Wachen werden beiseite gehen, um den Direktor hineinzulassen. Den Bankdirektor gefangen nehmen. Nee, danke. Sie werden sehen, dass hier alles absolut sicher ist. Wow. Mein Gott, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich möchte gerne hier raus. Und dann suche ich nochmal von draußen. Und hops. Müsste rein theoretisch. So. Verstecken. Prima. Noch weiter draußen? Oder ist es ganz unten? Ich weiß nicht, wo der blöde Punkt ist. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Keine Ahnung. Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Die sind alle eins tiefer. Wie komme ich eins tiefer? Das nervt. Wie komme ich denn eins tiefer? Jungs, Mädchen, helft mir mal. Hier ist keiner. Naja, hier ist eine geschlossene Tür. Da kann ich, da gehe ich mal da rein. Ich muss tiefer. Ich muss irgendwie in den Keller kommen schon wieder. Oh, schick. Sehr passend für Twopennys Gruft. Jungs, ich muss tiefer, tiefer! Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich bräuchte mal eine angemessene Karte, nicht so ein Scheiß hier. Vielen Dank für Ihre Geduld, werter Herr. Schönen Tag noch. Ich lasse den Governor wissen, wie hilfreich Sie waren, wenn ich ihn sehe. Menschenskinder. Ich hab's schon freigeschaltet und ich komme aber nicht hin. Das ist doch voll lächerlich. Noch.
Ich komme sofort zu Ihnen, Sir. Kreisrunder Raum, aber keine Treppe nach unten. Hier ist auch nichts. Absoluter Reinfall. Schön, Sie wiederzusehen, Sir. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Ein Glück, dass Sie hier sind. Die irischen Anlagen meiner Bank wurden von den verfluchten Finieren zerstört. Verstecken. Ich würde ja gerne. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Gott, kotzt mich das gerade an. Du gehst mir auf den Keks. Du gehst mir voll auf den Keks. Selber schuld. Ja, danke, Jacob. Das ist dieses blöde Gedöns hier oben. Da war ich schon. Und mehr ist hier, glaube ich, gar nicht. Mich stört es voll, dass ich durch die Wände gucken kann. Wenn diese blauen Dinger, die dann dauernd auffloppen, das geht. Okay, super. Ich komme immer näher zum Ziel, aber nicht dahin, wo ich hin möchte. Vielleicht kann ich auch die blöde Karte einfach nicht lesen. Aber, ich sehe nichts, was hier nach unten führt. Ich kann keine Tür aufmachen. Ich sehe tausend Türen und so, aber jetzt mal im Ernst. Wo muss ich denn? So kann ich die Karte nicht öffnen. Wo muss ich hin? Eingang, Geheimpassage. Ich würde gerne die Geheimpassage benutzen, ich kenne aber keine. Und da muss ich hin. Da würde ich gerne hin. Wie komme ich denn da runter? Okay, wir machen das so. Weil ich das Ding hier eigentlich in dem Part noch schaffen will. Ich suche jetzt einfach mal einen Weg nach unten und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Und zwar habe ich die Mission einfach nochmal neu geladen. Jetzt habe ich hier diesen Inspektor nochmal gefangen genommen. Und er quatscht aber jetzt nicht mehr mit mir. Keine Ahnung. Also er hat nicht gesagt, dass der Typ die Bilder mag oder so. Die Tür macht er mir auch nicht auf. Ich weiß nicht, wo ich mit dem jetzt eigentlich hinlaufen soll. Keine Ahnung. Polizisten darf ich jetzt nicht treffen, weil sonst schreien die hier gleich Alarm. Oh, schick. Sehr passend für Twopennys Gruft. Muss ich jetzt direkt zum Tresor? Oder was wollen eigentlich die Leute hier von mir? Da komme ich nie vorbei. Nur mal so. Ah, schön, Sie wiederzusehen, Sir. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie warten lasse. Ein Glück, dass Sie hier sind. Die irischen Anlagen meiner Bank wurden von den verfluchten Finieren zerstört. Na, kommen Sie mit und Sie werden sehen, dass hier alles absolut sicher ist. Werd endlich fertig, mach schon. Okay. Was brauche ich den jetzt immer noch? Oder kann ich den jetzt über den Jordan schicken? Ich habe ihn vorhin zu früh eliminiert, deswegen behalte ich ihn noch mal ganz kurz. Wie so ein Haustier. Ich behalte ihn jetzt mal ganz kurz. Okay. Sieht gut aus. Da sind schon ziemlich viele Gegner. Und ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Okay. Twopenny eliminieren. Wir werden das später zählen.
Okay. Die verteilen sich hier im Raum. Wir sollten doch bald fertig sein. Was mache ich jetzt? Irgendwie habe ich dieses einzigartige Attentat, den Kopf nicht mehr da. Alle Stapel und raus damit! Eindringlich! Ja, ja. Was erlaubst du? Tschüss. Hier ist ganz viel Gold. Schneller. Ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Wir sind reich. Irgendwas muss ich doch mit dem Gemälden machen, oder? Wenn der so auf Gemälde steht. Verdammter Tollpatsch! Das kommt nicht wieder vor. Wenn ihr überlebt, habt ihr mehr als genug Zeit, das zu zählen. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin, damit ich ihn cool umbringen kann? Oder habe ich es jetzt verbockt, weil ich die Mission nochmal geladen habe? Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Nur ich weiß nicht, was Mrs. ich jetzt... Mrs. Tarek wird mit unserer Arbeit zufrieden sein. Ich hab ehrlich gesagt... Tanzt der da hinten? Der hat doch gerade getanzt. Der Typ hat doch gerade getanzt. Okay. Das Leben ist hart. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Der tanzt hier durch sämtliche Zimmer. Cool. Wir sind reich. Verdammter Tollpatsch! Das kommt nicht wieder vor. So, alle hier oben tot. Die können mich schon mal nicht mehr nerven. Gold und so ist ja alles toll, aber ich weiß nicht, wie ich den cool töten kann. Ach Mensch, ich hätte gerne dieses einzigartige Attentat gehabt. Hab's anscheinend versaut. Dabei habe ich die Mission extra nochmal neu geladen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig war, dass ich mit dem Typen durch die Wachen gelaufen bin. Keine Ahnung. Das Problem ist, die sehen mich doch. Ich kann doch gar nicht... Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Haltet Ausschau nach dem Rock, Jungen! Was ist das? Wo bin ich hier? Ist es der Fluchtweg? Sieht so aus, hä? Ach, guck mal da, eine Kiste. Ich habe die Geheimpassage entdeckt. Jetzt muss ich nur noch die Kiste finden. Kiste ist über mir. Cool. Kann ich hier irgendwo hoch? Ist das ein Fahrstuhl? Wo zum Henker bin ich hier eigentlich? Da drüben ist die Kiste. Ja, da sind aber ziemlich viele... Polizisten und weiß der Geier für Gedöns. Da kann ich jetzt nicht einfach so reinspazieren und mir die Kiste schnappen. Ich habe die Geheimpassage gefunden. Finde ich sehr toll. Aber ich würde gerne Two-Penny richtig schön killen. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Mr. Starrick wird mit unserer Arbeit zufrieden sein. Tut mir leid. Du! Wir haben einen Eindruck! Es tut mir wirklich leid. Ist das ein Bug oder... Keine Ahnung.
Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden, nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. Cool. Mich ärgert's trotzdem. So, da wir ihn jetzt umgebracht haben, muss ich aus dem Gebiet entkommen und dann können, ja, und dann können wir jetzt die Geheimpassage benutzen und noch die goldene Truhe aufmachen, denke ich mal. Also es tut mir wirklich leid, ich hätte auch wahnsinnig gerne die geheime Tötungsdingsbums gesehen. Aber ich kann ehrlich nicht sagen, warum es nicht funktioniert hat. Was ich falsch gemacht habe oder warum es nicht getriggert wurde. Ich würde da gerne rüber. Jacob, bitte. Also manchmal verstehe ich die Jungs hier nicht. Ich will jetzt die Kiste haben und wenn ich hier jeden umlegen muss. Ist mir wurscht. So, einmal Schloss knacken. Dankeschön. Handschuhvorlage, oh cool. Schnapp den Bastard! Ach, was? Runde Räume. Warte mal. Irgendwo muss es hier doch einen Ausgang geben. Da. Ich bin doch schon weg. Alles super. Wow. Wir müssen noch anonym werden und dann haben wir es geschafft. Ich bin doch schon anonym. Na, der Polizist verfolgt mich immer noch. Die sind so hartnäckig, die Jungs. Das ist nicht normal. Verhaftet sie alle. Wegen Diebstahls am Volk von England. Die Bank of England ist geschlossen. Und zwar bis auf Weiteres. Monturen Meisterassassine. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Twopenny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert. Bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken?
wenn wir alles haben können. Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können. Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Tja, deine Leute werden immer weniger. Ein Brief. Bald hast du keine mehr. Für mich? Jacob, hör doch mal bitte auf jetzt hier mit deinem Brieffreund. Und wir gehen zu Sequenz 7. In der Politik ist alles erlaubt. Jacob und Evie haben zwei von Crawfords Sterics Agenten getötet. Philip, Twopenny und Lucy Thorne. Doch die Templer sind noch lange nicht besiegt. Die Verschwörung um ein Attentat auf den Premierminister führt Jacob zum Parlamentsgebäude und trotz ihres Triumphes über Lucy Thorne nimmt Evies Suche nach dem Eden-Grabtuch eine dramatische Wendung. Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Ein Brief. Für mich. Ich war ganz diskret, also noch diskreter konnte ich ihn gar nicht umbringen. Nur mal so. In Ordnung. Wie es aber weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!